Haben wir jetzt noch einen spontanen Redebeitrag von Leandro. Großen Applaus. Yo, ich möchte in keiner Weise extrem bleiben. Ich versuche immer neutral zu sein. Egal um was es geht, ich bin immer neutral. Ich stelle mich auf keine Seite. Aber eine Sache. Wie kann es sein, dass nach all den Jahren Corona-fucking-Regeln hier und da, dass es, obwohl sozusagen jeder Zweite momentan Corona bekommt, dass es immer noch ein so großes Problem ist. Wir haben das wie eine Grippe, wir bleiben eine Woche zu Hause und alles ist cool, danach gehen wir wieder in die Schule oder auf die Arbeit oder keine Ahnung was. Aber wir müssen trotzdem in Quarantäne gehen, wie als wären wir irgendwelche fucking todbringenden Monster. Aber das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Und nochmal gesagt, ich versuche immer neutral zu bleiben. Ich möchte mich auf keine Seite schlagen. Ich möchte nicht sagen, dass Corona eine Verschwörung ist. Ich möchte nicht sagen, dass Corona den Tod bringt. Aber eins sage ich euch. Es ist eine verdammte fucking Grippe. Und langsam sollten wir, und ich sehe einige Deutschland fahren. Nein, das ist nicht in Deutschland, das ist die ganze fucking Welt. Das ist die ganze fucking Welt, die keine durchdreht. Das ist die ganze fucking Welt, für die wir langsam mal kämpfen sollten. Und ich finde es unnormal, dass jemand, zum Beispiel ich hatte schon zweimal Corona, ja? Und ich sage nicht, dass Corona nicht existiert. Doch, ich glaube daran. Ich glaube, dass diese Krankheit existiert. Aber ich denke nicht, dass die für jede einzelne Person, egal wie alt, den Tod bringt. Das denke ich nicht. Denn ich habe es selbst erlebt. Eine Woche krank, alles gut. Also warum müssen wir mit Masken rumlaufen? Man sieht die Leute nicht, man sieht ihre Gesichter nicht, man sieht nicht mehr fucking menschliche Emotionen einfach, die man jeden Tag sieht. Man sieht es nicht mehr. Gesichtslos laufen wir durch diese Welt und ich hab keinen Bock mehr drauf. Und eigentlich hieß es, dass Montag Maskenpflicht beendet sein sollte. War das nicht so? Ja? Ja? War das nicht so? Ja, war so. Eigentlich hat der Herr Justizminister Dr. Buschmann im Oktober gesagt. Spätestens zum 20. März hätten alle Maßnahmen. Yeah! Zum 20. März hätten alle Maßnahmen! Bro, welchen haben wir heute? 21. Wir haben den 21. Motherfucker! Wir haben den 21. und es wurde auf den 2. April verschoben! Bro, die werden es weiter verschieben! Und es wird niemals aufhören. Deswegen, ich bin so froh, dass hier Leute sind, die nicht wollen, dass die arme Oma im Ding stirbt oder so. Nein, wir wollen einfach nur wieder einfach frei leben. Ohne Maske, ohne nichts. Freiheit, in einen Laden reingehen können, ohne geimpft oder keine Ahnung was sein zu müssen, okay? Das ist, was wir wollen. Wieder Freiheit. Lillin hat mich gefreut. Bye, bye. Das war Leandro. Dann hören wir jetzt noch einen spontanen Beitrag von Volker. Ja, schönen guten Abend. So wie viele von denen, die jetzt noch hier sind, habe ich die letzten Wochen und Monate montags mit euch gemeinsam hier demonstriert, in der Hoffnung, dass wir von Woche zu Woche mehr werden. Es ist nicht so gekommen, aber es sind auch wirklich, glaube ich, nicht weniger geworden. Und deswegen vielen, vielen Dank. Vielen Dank an uns alle, dass wir so lange durchgehalten haben. Aber vor allem vielen, vielen Dank an die offene Gesellschaft Kurpfalz. Vielen Dank an dich, dass du dir das gegeben hast, mit den Ordnungsbehörden, mit deinem Namen, mit deinem Gesicht diese Veranstaltung zu ermöglichen. Vielen, vielen Dank.
Ein zweiter Aspekt, der mir noch wichtig ist, ist das Thema Spaltung. Wir hatten hier teilweise am Anfang Gegendemonstrationen, wir hatten hin und wieder auch mal Leute, die eine andere Position zu unseren Demonstrationen hatten und sich geäußert haben, teilweise sogar in spontanen Redebeiträgen, zumindest in Heidelberg erinnere ich mich an einen. Ganz, ganz wichtig, mir ist jeder Gegendemonstrant, der hier auftaucht und sich das wenigstens mal anguckt und sich eine Meinung vielleicht selber bildet und sogar am Ende noch bereit ist, ins Gespräch zu gehen, der ist mir auf jeden Fall lieber als jemand, der seine Informationen nur aus dritter Hand aus den Qualitätsmedien bezieht und dann weiß, dass hier nur Nazis unterwegs sind. Deswegen... ganz wichtig, lasst euch nicht spalten. Am Ende des Tages kann jeder Opfer von diesen jetzt installierten Maßnahmen werden. Die, die heute meinen, noch zu Recht gegen uns zu demonstrieren, die werden morgen auch Opfer von diesen Verboten werden. Es gibt am Ende des Tages nämlich nur die, die oben die Regeln machen und die Regeln befolgen müssen. Wir sollten uns nicht spalten lassen. Wir sollten weiter im Dialog bleiben. So. Denn wenn wir uns spalten lassen, haben wir schon verloren. Das müssen wir uns ganz klar machen. Letzter Punkt und dann bin ich auch schon fertig. Wir hören jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, hier mit diesen Montagsveranstaltungen in Mannheim auf, zumindest in dieser organisierten Form. Macht euch keine Illusionen. Die Corona-Krise, die Krise unserer Demokratie, unserer Freiheit ist nicht vorbei. Dieser Sommer wird einiges an Entspannung bringen. Es werden wieder andere Themen auf der Tagesordnung sein. Aber bleibt aufmerksam. Ich fürchte, das ist nur der Auftakt zu weit tiefgreifenderen Veränderungen, die uns alle erwarten. Ich hoffe, ich werde in ein, zwei Jahren über mich selbst lachen, was ich hier heute sage und denke, du hast viel zu schwarz gesehen. Aber guckt, dass diese Überwachungsmechanismen, die jetzt ausprobiert wurden mit irgendwelchen Zertifikaten, die man zeigen muss, um irgendwo noch hineinzukommen und so weiter, schaut genau hin, ob das nicht ausgebaut wird. Wird das jetzt wirklich zurückgenommen oder wird das jetzt erst fertig gebaut? Was passiert mit den Zahlungssystemen? Das ist kein unwichtiges Thema. Wenn man alle Zahlungen, die ein Mensch vornimmt, überwachen und auswerten kann, dann weiß man unglaublich viel über diese Person, wie sie denkt, wo sie ist, wie sie handelt. Ich fürchte, es gibt starke Interessen, uns auch dazu zu führen, dass unsere gesamte Konsum, unsere Zahlungen digital nur noch erfolgen können. Wie gesagt, ich hoffe, ich lache in einiger Zeit selbst über mich. Ich hoffe, es kommt anders. Ich hoffe, ich irre mich. Aber ich bitte euch einfach, bleibt aufmerksam. Guckt genau hin, was da gerade passiert. Ja, vielen Dank. Schönen Abend noch. Genau, dann möchte ich noch auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Also, wir demonstrieren wie immer am Mittwoch startend von der Poststraße Schwanenteichanlage in Heidelberg und ziehen jetzt mittlerweile nicht zu den Krankenhäusern, glaube ich, sondern in Richtung Innenstadt durch die Fußgängerzone. Ist sehr schön, hat man viel Aufmerksamkeit. Kommt vorbei am Mittwoch, immer Mittwoch, 18 Uhr, Schwanenteichanlage, Stadtbibliothek in Heidelberg. Die Samstagsdemo findet in Heidelberg jetzt nur noch einmal im Monat statt. Das heißt, diesen Monat findet es nicht mehr statt. Wenn ihr euch schon immer mal als Gutmensch fühlen wolltet, stattdessen findet in Heidelberg um 11 Uhr vom Bismarckplatz startend eine Satire-Demo statt. Diese Demo nennt sich Solid-Sternchen-Aria. Da könnt ihr schön für Maskenpflicht für immer, für den Booster und alles, was so die anderen Leute immer demonstrieren. Wir machen uns damit über die regierungstreuen Menschen lustig. Es ist sehr amüsant, sehr lustig, wenn man Satire mag. Also jedem kann ich es empfehlen, in Heidelberg, Samstag, 11 Uhr, Satire-Demo. Ansonsten habe ich meine nächste Demo angekündigt am 9.4. in Karlsruhe und wie schon anfangs gesagt, am 7.5. in Stuttgart die offene Gesellschaft gegen grünes Gaga.
Wenn ihr Erfahrungen mit den Politikern der Grünen Partei habt, die ihr noch dokumentiert haben wollt, die ihr auseinandernehmen wollt, wenn ihr eine Rede halten möchtet gegen die Grünen oder gegen Mitglieder der Grünen, schreibt uns gerne auf Offene Gesellschaft Kurpfalz, schreibt uns unsere Beiträge. Ansonsten fände ich schön, wenn ihr nächste Woche auch am Montag wieder in Mannheim oder in einem anderen Ort spazieren geht, Schaufensterbummel oder so, oder wenn jemand eine Demo anmeldet. Würde ich mich freuen. Ich habe keine Demo angemeldet. Also wir haben keine Demo angemeldet. Ihr dürft aber gerne Demo anmelden. Jeder kann Demos anmelden. Dann bleibt friedlich, bleibt freiheitlich. Wir sind das Immunsystem dieser Republik gegen das Krebsgeschwür des Totalitarismus. Bleibt dabei, bleibt kämpferisch. Dann bedanke ich mich bei den Bannerträgern, beim Wagenzieher, bei den Ordnern, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, und natürlich bei den Polizeikräften, die jetzt endlich wieder ihre Rolle im Schutz der Versammlung einnehmen dürfen und uns nicht mehr drangsalieren müssen wegen eines Faschulappens. Vielen Dank dafür. Kommt gut nach Hause. Die Versammlung ist beendet.